Hallo ihr süßen Puppis, ich bin's endlich mal wieder, eure Jurassic Parker live aus Berlin. Oh, sind irgendwie so Männer in Uniform. Egal, wir sind gerade wieder im Auto, der Klausi, der Putin und unsere Pfandflaschen und ich. Heute ist Samstag, der 4. Juni. Ich habe heute einen Mega-Power-Tag vor mir, weil ich habe heute nämlich drei Veranstaltungen. Und zwar zum einen fahren wir jetzt gleich zur Sticks & Stones Karrieremesse im Postbahnhof. Kurzer Fun-Fact, der Postbahnhof gehört einem Freund von mir. Zur Hälfte. Aber mein Gott, da war irgendwie trotzdem bin ich nicht reicher als sonst. Aber egal. Halte ich heute einen Vortrag über, wie man einen erfolgreichen YouTube-Kanal am Laufen hält und produziert und pipapo. Ist für mich heute auch eine Premiere. Ich habe sowas noch nie gemacht, so einen Vortrag halten. Und bin ausnahmsweise mal relativ aufgeregt. Ihr Mäuse, wir sind jetzt schon im Postbahnhof. Ich war total clever. Ich habe ja so eine tolle Intervall-Video-Funktion. Wir sind auf dem Weg hier, habt ihr ja gerade gesehen, zum Postbahnhof. Und da waren wir so glücklich, dass wir so einen Parkplatz gefunden haben. Und da habe ich meine Kamera im Auto liegen gelassen, also angedreht gelassen an der Fensterscheibe. Und da ist jetzt irgendwie so 45 Minuten Parkplatz gefilmt. Ich zeige euch das jetzt mal. Sie hat die Kamera geholt aus dem Auto und in der Zeit habe ich Gin Tonic bestellt. Und jetzt zeige ich euch aber mal meine Bühne, wo ich heute spreche. Seht ihr schon dieses dunkle Loch mit den stinkenden Sofas da hinten? Da bin ich heute. So sehe ich viel besser. Ich bin so wunderschön wieder. Und was ganz wichtig ist, naja, ist die einzige Karrieremesse, die sich halt an unsere Community richtet und mittlerweile tatsächlich in Deutschland die coolste Karrieremesse ist. Man mag es nicht glauben, aber wir gehören zu den besten Karrieremessen in Deutschland. Obwohl, in Anführungsstrichen, wir uns an Schwule und Lesben und Bi und Trans und Drags und an alles Mögliche richten. Kommst du aus Franken? Das ist Ehre, ne? Ja. Ich darf es gar nicht zugeben, ich bin Bayer. Du bist Bayer? Seit fünf Jahren in Berlin. Aber ich finde, du klingst fränkisch. Fränkisch? Ja, finde ich schon. Ja, mein Vater ist Schotte und der kommt aus Glasgow. Ja gut, die Schotten sind ja fast so wie Franken, stimmt. Ja, genau. Jetzt ist da schon wieder eine Fotografin, guck mal, die da. Die fotografiert uns schon die ganze Zeit. Ne? So, ich muss jetzt mal Fotos machen, ich habe keine Zeit für euch. Hi! Wir sind jetzt gerade live. Guckt mal hier, da ist mein Publikum. Ihr könnt mal alle applaudieren jetzt. Ja, guckt mal hier. Ich habe gerade schon einen Vortrag gehalten. Die sind alle sehr bedächtig hier, muss ich sagen. Muss ich wirklich sagen, aber da stehen auch wirklich ein paar Leute. Man muss dann immer jedem Tschüss sagen und Hallo sagen und knutsch hier, knutsch da. Aber das ist das Leben eines Stars. So, mein Vortrag war ganz gut. Wurde mir gesagt, natürlich lügen die mich alle an. Hi, hier ist die Messe. Und hier sind halt jetzt irgendwie so ganz, ganz viele Aussteller, die halt jetzt irgendwie so neue junge High Potentials recruiten möchten. SAP ist da, MLP, Bubble, Bitkom, noch nie von gehört. Ja, guck mal, die Bundeswehr ist auch da. Hi! Klausi, bist du noch da? Ja, Klausi ist noch da. Hier, es dauert auch, bis man hier mal von A nach B gekommen ist. So, jetzt werden wir noch schön so ein bisschen so ein Süppchen essen. Freue ich mich. Guck mal da. Da ist der Backstage. Hi! Guck mal, da. Ach, jetzt gibt's nur noch Kuchen. Jetzt gibt's gar kein Mittag. Ach nee. Was hängen jetzt das Süße? Es gibt kein Mittag mehr. Wir wollten noch Mittag essen, ne? Habt ihr Schnaps da? So, wir haben jetzt hier so ein Ding. Das ist so, irgendwie so ein Schaum an irgendwas und ein Käffchen. Da ist ein ganz süßer Wuffi, da. Der hat unseren Hund ein bisschen angefeindet, aber verstehe ich auch, weil unser Hund ist auch ein Diktator. Der Putin ist immer mit dabei. Ja, so ist das Licht viel besser. So, hier seht ihr, hier ist der Parkplatz vom Postbahnhof. Das ist der Ostbahnhof.
Der Postbahnhof ist nämlich am Ostbahnhof. Warum der Postbahnhof Postbahnhof heißt, weiß ich nicht so genau. Ich glaube, es war wahrscheinlich damals ein Postbahnhof. Ein Postbahnhof. Aber man weiß ja nicht genau, was ein Postbahnhof ist. Ein Bahnhof für Post. Oh Gott. So, ihr Mäuse, ich bin jetzt kurz wieder zu Hause angekommen. Ist ein bisschen unordentlich gerade, von daher guckt einfach nicht in den Hintergrund. Ich musste dringend mal meine Perücke absetzen, weil es ist, sind heute 29 Grad. Und Travestie macht keinen Spaß im Sommer. Es ist jetzt 10 nach 5. Um 17.30 Uhr kommt das Drehteam für die Kampagne gegen Hass im Netz. Das ist eine europaweite Kampagne. No Hate Speech, ja. Und die haben ja ein ganz, ganz wunderbares Skript vorgeskriptet und wir werden jetzt irgendwie die nächsten ein, zwei Stunden jetzt hier bei mir zu Hause einen kleinen Spot drehen und freue mich total. Jetzt werde ich erstmal runterschackern, irgendwie ein Bierchen trinken und dann warte ich mal, bis die dann kommen auch. So, ihr Mäuse, jetzt sind sie da. Zwei Mädels sind da. Guck mal, hier ist schon die Kamera. Da, ja, da ist die Kamera und wir filmen heute bei mir auf dem Sofa. Und jetzt passt mal auf, guck mal hier. Wer bist denn du? Konstantina. Oh, hi. Und du bist die Realisatorin, Regisseurin, Schrägstrich. Ja, alles. Alles? Mhm. Dann werdet ihr die Kampagne wann sehen können im Internet? Also am 22. Juli ist der große Bang und dann geht die Website online und die Clips gehen online und ganz, ganz viel passieren wird. 22. Juli ist noch ein bisschen hin. Genau, aber am 26. Juli wird Manuela Schwesig die Clips vorstellen. Oh, Manuela Schwesig, die habe ich vor 2 Jahren auf dem CSD kennengelernt. Ups, oh nein, oh Gott, Hilfe. Oh nein, ich habe das Licht umgeschmissen. So, ich gehe mir jetzt die Haare aufsetzen in meinem Transenzimmer. Und dann sehen wir uns gleich nochmal wieder. So, ihr Mäuse, ich sitze jetzt schon hier auf meinem Sofa im Vollornat, habe mir meine schönsten Haare wieder aufgesetzt. Die trage ich ja nur, wenn ich Videos mache, weil die sind so schwer und so unbequem, dass ich sie nur vor der Kamera tragen kann. Und da ist die Kamera, zack, ja. Und wir drehen jetzt den Spot. Ich denke mal, wie ich mich kenne, brauche ich maximal 1,5 Takes und dann bin ich auch schon fertig. Ich bin ja ein Profi. So, die sind jetzt schon wieder weg. So ist das Licht fantastisch. Sind jetzt wieder weg. Wir haben es jetzt 10 vor 7, 18.50 Uhr. Putin! Wo ist denn der Hund? Wo ist der Hund? Putin! Komm mal hierher! Putin! Da kommt er. Komm mal hierher! Hopp! Der Hund war heute wieder ein Fernsehhund. Und wenn ich dem Hund sage, er soll nicht bellen, sondern nur schön sein für die Kamera, dann kann der Hund das. Ich sollte vielleicht einfach mal so eine Agentur aufmachen für so Fernsehtiere. Überlege ich noch. Ne? Und das ist der Puller. Das ist der Puller vom Hund. Ja? Manchmal ist der ein bisschen unsauber. Der Kevin ist jetzt da, weil der hat nämlich seinen Flug, nee, hat er nicht verpasst, sondern sein Flug wurde gecancelt, weil Eurowings can do nothing. Hier ist der Kevin Schmidt. Ich bin stark wütend. Stark wütend? Und du schläfst heute ganz spontan bei uns. Deswegen bin ich stark Sofa. Wütend. Ach so, nein, aber bei uns ist es eigentlich ganz süß. Und ich werde mich jetzt ein bisschen vorbereiten auf die Late Night und Klausi bestellt gerade Essen im Internet. Was bestellst du, Klausi? Essen. Lecker. So, ich bin jetzt fertig. Das ist mein Late-Night-Look. Paillette geht immer. Es ist jetzt 21.25 Uhr oder irgendwas. Haben wir Schlüssel, Klausi? 21.30 Uhr irgendwas. Und wir gehen jetzt los zum BKA-Theater. Ich hab Heustopfen. Da ist Burger King, da arbeiten immer Leute. Ja, da sitzen Menschen. Oh, mit ganz vielen Fahrrädern. Hi! So, und jetzt geht's zum BKA-Theater. Das BKA-Theater befindet sich am Mehringdamm. Da drüben ist das BKA-Theater, da. Da oben ist das BKA-Theater, da gehen wir jetzt hin. Weil da drüben ist einmal Curry 36,
Das ist so eine Currywurstbude, die ist mega berühmt, weil Currywurst in Berlin und so und dann gibt es da noch den Gemüsedöner Mustafas, der steht in jedem Touristenführer drin und da stehen die Opfer Tag und Nacht, jeden Tag an, um so einen blöden Döner zu bekommen. Ich zeige euch das mal. Ich zeige euch jetzt mal die Schlange. Passt mal auf, hier. Hier fangen sie an. Schlange, 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 Döner. So lange dauert das, bis man hier einen Döner bekommt. Wo ich mir auch so denke, sag mal, da kann man auch zu jeder anderen Bude gehen. Ihr könnt zu jeder anderen Bude gehen, da ist der Döner genauso gut wie hier. Aber egal, stellt euch mal ruhig an. So, hier ist das BKA-Theater. So, und da gehen wir jetzt rein. Und das BKA-Theater hat den allerlangsamsten Fahrstuhl von allen Fahrstühlen, die es auf der ganzen Welt gibt. Etage 3. Etage 5. BKA. Ach, BKA. Ja. Guck mal, hier ist das Plakat von BKA. Da bin ich auch immer hier zu sehen. Dann Jurassica Parker steht da. Ja. Hi. Da werde ich heute spielen. Das ist immer meine Late-Night-Bühne. Da ist heute noch keine Sau da. Ja, seht ihr mal, weil ich meine, wir haben noch irgendwie, wir haben es jetzt irgendwie 21 Uhr 45 oder irgendwie sowas, ist noch keine Sau da. Ich gehe jetzt mal hier auf die Bühne rauf und dann der Klausi hat meine Kiste getragen, der liebe Klausi, und der Kevin hat meine Tasche getragen. Bitte kram nicht in meiner Tasche rum. Super Lade. Und dann werde ich mich langsam aufbauen und dann sehen wir uns danach nochmal wieder. Bis dann. Bye. So, wir sind jetzt hier live auf der Late Night, der süßen Mäuse. Guck mal, sag mal hallo. Hallo. Und jetzt Applaus. Applaus! Ja. Und jetzt macht die Stella Show. Ja, die Stella macht Show, die singt nämlich sogar live. Wirklich? Ich bin echt schon ein bisschen angetüdelt. Ja, verstehe ich gar nicht. Ah. So, jetzt mach mal. Komm, zeig, was du kannst, Schatz. Mama, take a stand for me. I can use it anymore. Ciao. Tschüss. So, wir gehen jetzt ins Rauschgold. Ich bin leicht angetütet. Ganz, ganz leicht. Ich bin jetzt zu Hause, es ist 16:30. Wie fandest du das heute mit mir? Es war ein aufregender, spannender Tag. Wirklich? Teil deines Promi-Lebens zu sein. War aufregend, oder? Bye! Bye! Ja, das ist der Hund. Der Hund ist da. Putin! Voll. Sharing is caring. Ah.